So. Ja, du darfst aber auch nicht besonders lässig wirken, weil das ist auch schwierig. Das ist richtig. Du musst natürlich sein. Ja, okay. Wir sind jetzt natürlich und sind immer noch bei der Smart Tour in Heidelberg. Und Markus Popp hat die Pause in der Nationalmannschaft in der Halle genutzt und spielt mal wieder mit Tom Gott. Popper, erzähl doch uns mal, wie es war und was sich bewogen hat, mal wieder am Sand vorbeizuschauen. Denkst du, die hören uns, wenn die Musik so laut ist? Ich denke schon, weil du sehr laut redest und das Mikro ja gut ist. Okay. Ich denke, was war die Frage? Die Frage, weil die Musik auch laut war. Warum du nee, ich mal vergessen. Wieder... Ich hatte es gehört, akustisch, aber ich habe es auch vergessen. Ja gut, das ist ja auch schon die sechste Stunde für jeden. Was dich dazu bewogen hat, wieder in den Sand zu gehen. Und das freut mich auch. Allerdings. Genau, und zum letzten Spiel. Ja, das macht ja Spaß. Genau. Das ist, wie genau? Muss ich doch wissen, dass es Spaß macht. Kannst du nicht genau sagen. Nein, genau, fang an mit der Analyse, Mann. Ach so, ja. Du musst aber alles damit, ich will alles mit drin haben. Dass du irgendwelche Sachen rausschneidest. Nein, klar. Ach so. Ich wollte halt die Einleitung geben. Ja, klar. Aber die Musik ist gerade wieder laut, deshalb warten wir noch. Naja. Ach, das macht, mir macht das ja schon Spaß. Ne? Gut, da haben wir verloren, das ist natürlich ein bisschen blöd. Stand es da vor allen Dingen wirklich 12-3 oder was? Kann das sein? Aber ihr habt dann noch den in drei Sätzen gewonnen. Oder? Ja, genau. Wir haben in drei Sätzen. Wir haben im ersten Satz ganz, ganz schlecht gespielt und im zweiten Satz uns dann aber wieder gefangen und den dann relativ deutlich gewonnen und dann im dritten aber wieder eingebrochen und große Schwächen im Angriff gehabt und dann wird es ganz, ganz schwierig gegen. Können ja alle Volleyball spielen hier, ne? Das ist richtig. Und Nationalmannschaft ist jetzt Pause und dann spielst du aber in zwei Wochen geht es weiter, oder? Oh ja, dann geht die EM-Vorbereitung los und da wird wieder hartes Training sein. Wir in Heidelberg auch im Olympiastützpunkt. Ja, und dann wird man sehen, wenn die EM dann anfängt, was wir da zu leisten imstande sind. Ne? Und in Leipzig, obwohl es ja dein Heimturnier ist, spielst du jetzt nicht, sondern machst du nochmal Pause. Ich mach Pause. Ich fahre jetzt ein paar Städtereisen und ein bisschen einfach relaxen. Das ist wichtiger. Genau. Und dann hast du vorhin auch schon gesagt, im Winter spielst du dann in Verona. In Verona, genau. Nächstes Jahr wieder in Verona. War ich vor drei Jahren schon mal. Lars Flüggen feuert gerade mit der Tröte noch an. Ja, war ich vor drei Jahren schon mal und das war sehr, sehr schön. Also war ein gutes Jahr und freue mich, dass ich da wieder hin kann. Super. Wobei, wir freuen uns immer, wenn wir dich wieder sehen am Strand. Das wird ja immer wieder der Fall sein. Viel Glück und gute Halbfahrt. Danke.